So, da sind wir und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey. Yeah! Da sind wir. Na los! Wir wollen jetzt hier Festung erobern. Also jetzt nicht komplett, das ist eigentlich eine Riesenfestung, ne? Aber das mächtige Tyrens. Erbaut von den Kyklopen. Das ist echt ebenfalls der Legende nach. Tisch, Alter, echt. Das ist bis jetzt die Größte, oder nicht? Das Mann. Hallo, ich gucke hier nur. Na los! Vier Schätze. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Wir haben ja schon einen Plan, Alexios. Wir haben ja schon einen Plan, dass wir hier von der Seite irgendwie versuchen wir unbemerkt da dran zu kommen. Ne? Da ist das schon 60 Meter. Alles klar. Hier ist das doch irgendwie einladend. Sperrgebiete. Sperrgebiete. Aber da waren jetzt überall Wachen, ne? Was? Nein, ich bin nicht da. Sie haben keine Chance, da irgendwie eine Waffe rauszuholen. Dun, 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 dun. Das ist jetzt da unten. Gibt es da einen? Sieht uns da einer, ne? Ist hier einer? Mal gecheckt. Ist keiner. Da muss ich rein. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann es aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Warte, du wirst mich jetzt begleiten. Ich könnte dich bezahlen. Du wirst mich jetzt begleiten, ne? Der muss mitkommen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ja. Ich brauche dich bei Hippokrates Lager. Jetzt! Okay, dann nehmen wir den so mit. Cool. Jetzt muss man mit denen rausschleichen. Nein! Ringe, sieh mal zu Hippokrates. Ist da der Ausgang? Ja, warte mal. Das ist nicht der Ausgang. Hier wäre der Ausgang, ne? Oder? Wir sind da vorne, warte mal. Wo sind wir? Da vorne. Könnten jetzt, müssen hier raus. Ich glaube nicht, dass wir mit denen klettern können, wenn wir den drauf haben, ne? Das ist der Ausgang. Wir laufen jetzt einfach raus mit denen, ne? Scheiße, ja. So, der ist schon weg. Geil. Okay, geh weg. Ganz weg. Das kann man mitnehmen. kannst du das andere mal machen, bitte? Nein, die haben mich schon. Ares, genau, wir laufen jetzt einfach raus hier. sorry, wir müssen kurz mal vorbei hier. Ja, das ist ja alles doch in Ordnung. 400 Meter muss ich denn jetzt dahin? Was ist denn mit den Provos? Kann ich mit denen so reiten? Vielleicht war der Schlag übertrieben, aber ich konnte nicht ewig warten. Und Hippokrates auch nicht. Ah, geil. Umsitzen. Das ist ja cool gemacht. Geil. Das ist geil gemacht. Sehr, sehr nice. Mal den Huckepack. Bring
Jünger Dimas zu Hippokrates. Wir sind ja bestimmt falsch, ne? Das ist mir irgendwie zu hoch hier. Wir müssen da rüber. Kannst du hier runter? Kannst du, super. Voll die Aktion, echt. Wir haben den Dimas geklaut. Na los! So, aussteigen. Absteigen. Den können wir aufheben. Bringen wir den zu Hippokrates. Wie geht es deinem Patienten? Ich habe mich nicht an alle Behandlungsschritte erinnert und du bist nicht zurückgekommen. Wo bin ich? Was ist hier los? Mein Freund Alexios brachte dich her, um mir bei einem Patienten zu helfen. Ich war vorher noch bei den Priestern. Ich muss unbedingt meine Mutter finden. Ein würdiges Ziel, aber es kostete den Mann das Leben. Leben zu retten sollte unser angestrebter Lohn sein. Ein guter Arzt kümmert sich zuerst um die Bedürfnisse seiner Patienten. Ich habe heute was gelernt. Ich nehme mir die Zeit und schreibe alles auf, was ich von deinen Notizen noch weiß. Hippokrates, es tut mir leid, dass er tot ist. Doch ich muss immer noch wissen, was mit meiner Mutter geschah. Komm mit mir. Wir müssen reden. Müssen reden. Man kann die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit gar nicht ernst genug nehmen. Was kann ein Apfel schon ausrichten? Nun, bei täglichem Verzehr hält er die Ärzte fern. Doch, nun zu einem ernsteren Thema. Du bist hier, weil du deine Mutter suchst. Du erinnerst dich an sie? Ich war noch sehr jung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also schickte ich sie weg. Aber ich habe nie vergessen, wie entschlossen und gleichzeitig verzweifelt sie aussah. Daran werde ich mich stets erinnern. Danach schwor ich Apollon, dass ich nie mehr einen Hilfesuchenden abweisen würde. Dass ich dieser Sache mein Leben widmen würde. Sie hat wirklich Eindruck hinterlassen, deine tapfere Mutter. Sie würde sich freuen, wenn sie das wüsste. Vielleicht weiß ich etwas, das weiterhilft. Ich habe geschworen, nie von Dollops und seiner Vergangenheit zu erzählen. Aber ich schulde es deiner Mutter. Wer ist Dollops? Er war Priester. Sein ganzes Leben widmete er den Weisen. Vielleicht erinnert er sich an diese Nacht vor langer Zeit und weiß etwas von deiner Mutter und ihrem Kind. Ich werde ihn aufsuchen. Danke, Hippokrates. Danke, Hippokrates. Der nächste bitte, ne? Sehr cool. Vorbote des Mordes. Finde den Bauern und sprich mit ihm. Des Mordes. Das ist, Hauptquest, na klar. Das ist im nördlichen Teil des Königreichs der Hoffnung. Das Haus liegt im südöstlich der Bronzenkeule. Aha. Königreich der Hoffnung. Sorry, da wollte ich gucken. Ja, guck doch mal. Wo war das denn nochmal? Irgendwas mit der Hoffnung. Haben wir das nicht schon mal irgendwo gesehen hier? Tal. Königreich. Da ist das doch. Da waren wir doch. Königreich der Hoffnung. Wo war das nochmal? Südöstlich der Bronzenkeule der Spiritides. Ja, das ist bestimmt das hier. Immer die Nachbarn. Ich hatte so Soldaten aus. Ja, dann lass erstmal dahin, ne? Hippokrates. Bist du nochmal da unten? Das war auch was hier, so ein Tier, ne? Genau. Ja, ein paar Fragezeichen haben wir hier noch. Aber wir ziehen jetzt rüber, ne? Machen wir mal eine Schnellreise. Königreich der Hoffnung.
geht's jetzt weiter. Dann immer noch gesucht. Von den Söldnern. So. Ich muss noch mal kurz gucken. Da ist meine Annahme. Immer die Nachbarn. Ne, das ist doch was anderes, ne? Los, Akropolis. Ist der Haus? Östlich. Das ist ja nur dieses. Also Fragezeichen kann es nicht sein. Das muss doch irgendwie hier unten sein. Oder ist das auch. Ne, das ist was anderes. Südöstlich der Bronzenkeule des Peripetes. Aber wo ist das denn? Peripetes. Ich geh mal erstmal hier hin. So, 40 Meter. Liegt auf dem Weg. Nimm ich mit. Schalte immer die Nachbarn. Schalte die Soldaten aus, ne? Warum sollte ich das machen? Warum sollte ich das jetzt machen? Weil das eine Quest ist. Das ist eine Quest. Wie die Soldaten aus. Auftrag erledigt. Ah, okay. Immer die Nachbarn. Zum Philosophen zurück, da will ich jetzt nicht. Ich wollte hier eigentlich einen Ort finden, wo es hier weitergeht. Der hier. Finde den Bauern. Und sprich mit denen. Das wird mir hier nicht angezeigt. Auf der Map. Aber es soll ein Königreich der Hoffnung. Östlich, wir gehen mal südöstlich. Westlich, südöstlich. Da gehen wir mal weiter. Ah, das ist unser Schiff. Selene erhebt sich. Selene, Selene. Sorry. Brauchst du Licht? Nein, brauche ich nicht. Noch weiter im Süden, da vielleicht, ne? Unentdeckter Ort. Ist das schon in den Bereich? Warte, ich wollte mal das markieren. Vielleicht ist das echt da. Unentdeckter Ort. Oh, 200 Meter, ey. Bronzekohle des Peripetes. War das hier nicht eine Statue? Ist hier eine Statue aus, Bronze von Peripetes. Wenn wir in der Nähe wären, ne? Dann hätte doch der Ikoros das gefunden. Hm.
Da hat er was gefunden. Da hat er was gefunden, der Ikarus. Das ist der Mann, den Hippokrates erwähnte. Aha. Der das mal an. So, wir haben den. Jö. So, auf dahin. 200 Meter. Irgendwas. Du machst das schon. Komm schon. Ah, toll, ich dachte, hier ist ein Weg. Einmal hier rum müssen wir. Hoch. Ella, komm. Malaka. Sorry, Ella. Ach, da willst du nicht durch. Ach, da will er nicht durch. Oh, was? Vor Wummesse. Oh, geil, ey. Ich lieber zu Fuß und guck mir alles an. Was für eine Feuer da oben. Das ist eine Festung. Anzünden. Ne, gut nicht. Boah, das dauert voll lange. Guck mal, der eine schlacht, ne? Guck mal, wieder zurück. Da sind mir die Dolche doch lieber. Nein, das wollte ich nicht. Springen wir runter. 128 Meter. Sagt der Tacho. Weiter rein. Bleib ruhig. Hippokrates schickt mich. Sorgt sich der große Arzt um meine Gesundheit? Ja. Ja. Blaue Haare. Wir brauchen ein paar Informationen. Sag ihm, man hat versucht, mich zu töten. Zu töten? Er sagte, du hast dich um Waisen gekümmert. Deshalb bin ich hier. Das war vor langer Zeit. Jetzt bin ich nur noch Bauer. Und ich bin Söldner. Wenn ich den Mordversuch räche, redest du dann mit mir? Werde ich. Was ist passiert? Sag mir, was passiert ist. Ich war auf dem Heimweg, als mich ein Mann in Schwarz angriff. Ich lief so schnell ich konnte. Als ich in Sicherheit war, meinte ich, Wölfe zu hören. Vielleicht haben sie ihn verjagt. Bist du verletzt? Nein. Hera sei Dank. Wer wollte dich töten? Warum sollte dich jemand angreifen? Mein Nachbar denkt, ich bringe Unglück. Vielleicht hat er recht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Beleidigung und einem Angriff. Sonst noch was? Ich bin noch pachtschuldig. Ich glaube, der Besitzer will mich loswerden und einen neuen Pächter finden. Ich finde heraus, wer dich angegriffen hat. Ich finde heraus, wer deinen Tod will. Der Angreifer war mein Nachbar oder mein Verpächter. Aber man kann niemanden bestrafen, solange man nicht sicher ist. Ich komme wieder, wenn ich es weiß. Und dann reden wir über deine Vergangenheit. 38 Meter. Diese Rüstung ist dahin, aber sie war sehr viel wert. Wenn sie dem Angreifer gehörte, hat er entweder Geld oder Glück. Dieser schwarze Stoff ist ja eines Königs würdig. Und er gäbe eine gute Verschleierung ab. Das Messer hat die besten Tage hinter sich. Wie etwas aus dem Besitz eines armen Bauers. Du? Ich suche nach dem Mann, der Dollops angegriffen hat. Ich habe alles mit angesehen. Sein Gesicht war verdeckt, aber es muss der Verpächter gewesen sein. Er lebt allein, engagiert Soldaten zu seinem Schutz. Er muss etwas zu verbergen haben. Danke, dass du mir das erzählt hast.
Du? Hast du gesehen, wie Dolovs angegriffen wurde? Ja. Es war fürchterlich. Wer war es? Ich konnte es nicht sicher erkennen, aber ich glaube, es war sein starkköpfiger Nachbar. Er muss völlig durchgedreht sein. Danke für die Information. Melde dich beim Bauern. Söldner! Du hast mich erschreckt. Ich weiß, wer es war. Was denkst du? Wer wollte mich umbringen? Wer ist das denn, der Nachbar jetzt? Dein Nachbar wollte dich töten. Ich wusste es. Ich kümmere mich um ihn. Viel Glück. Der Nachbar zur Rede. Lapper. Ja, da oben. Das heißt, jemand wollte deinen Nachbarn töten. Dolops, dieser Schafsköttel? Wer würde ihn belästigen? Du, wenn man den Leuten glaubt. Er ist ein Narr. Ich mache mich gerne über ihn lustig, aber ich würde ihn nie umbringen. Kannst du deine Unschuld beweisen? Wenn ich glauben soll, dass du unschuldig bist, dann beweise es. Es heißt, er wurde mit einem Messer angegriffen. Ich hatte nur ein einziges und das wurde vor Monaten gestohlen. Ich glaube nicht, dass du es warst. Aber du musst deinen Namen reinwaschen. So. Okay, warte, jetzt gehen wir mal zurück wieder zum Bauern. Er kam ja, er hatte ein gutes Argument, ne? Mal schauen, was der andere, der Verpachter, für ein Argument hat. Was? Der ist tot? Nein! Bei Hades. Was? Der Mörder muss gewartet haben, bis ich ging. Ich hoffe, ich finde noch Zeichen aus Dolops Zeit als Priester. Sonst war das alles umsonst. Da drin soll ich gucken. Okay. Was ist das? Ein Brief? Krysis, du kannst nicht weiterhin Kinder zum Altar des Apollon Maleatas bringen. Nicht die Götter urteilen über sie, sondern du. Ich werde dich melden, wenn das nicht aufhört. Dein Sohn, Dolops. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Ja. Na? Ja, zurück. Wenn ich meine Martha finden will, ist Krysis der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Ein Verbot des Mordes. Ha? Asche zu Asche. Finde oder reiche den Altar im Wald. Der Altar ist im südöstlichen Teil des Tals der Träume. Südlich der trübsten Militärlagers. Aha, der Altar ist im südöstlichen Teil. Das war ja meine Markierung von eben, ne? Südöstliche Teil. Ist das das, ne? Los. Komm her. Nimm mich mal zur Markierung. Das ist ja der Südosten, ne? Ja, was macht er denn da? Fahr doch einfach mal geradeaus.
Deine Tiermütter. Apaje. Και μην επιστρέψεις. Η Μάρτον. Der Altar, ist das der Altar, meinst du? Im Fall, das ist ja der Wald, ne, oder? Ist das denn nicht so waldig? Ist da oben ein Altar? Teerlager? Wart. Fangen Sie mal. Ich zeig sie an. Echt da hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich da hoch muss. Bin ich denn überhaupt richtig hier schon wieder? Oder erzählt er mir hier wieder einen? Denn dahin? So, der kam jetzt von da runter, ne? Aha, okay. Ich glaube, das ist es. Wir nicht. Ich glaube, wir müssen hier links hier hoch einfach. Vor was? Na los! Holst du Militärlager? Da hat er doch eben gesagt. Cool. Meine Vermutungen lagen richtig, ne? Da oben ist es. Ha, da soll ein Altar sein. Rolle des Reakles. Oder? Du, ich sollte vorsichtig sein. Pistenwache, okay. Südlich des Ruizen Militärlagers. Südlich. Ruizen Militärlager und davon nochmal im Süden. Wir sind hier gar nicht richtig, ne? Keule des Herakles. Okay, die kann man so ausschalten. Wir gehen jetzt einfach hier rechts mal runter. Wir müssen dahin. Das ist der Altar, ne? Wir waren schon richtig mit dem Pferd. Zurück. Genau, einmal runterrutschen hier. Bitte. So. War schon richtig, ne? Wo ist vor, wo ist jetzt wieder? Warte, nimm ich mit. Vor, was? Du warst. Wo warst du denn? Hier warst du. Auf geht's, vor, was? Vorsicht! Oh, cool. So, hier gibt's einen Altar, da ist er schon, ne? Aussicht des Perseus. Dort ist der Altar des Apollon Maleatas. Ah. Okay. Na los! Ruhig jetzt! Komm schon! Wie weiter willst du nicht? Hatte Angst. Zack. Da ist die Statue des Apollon. Und da der Altar. Krüses wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Zeig hier an. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Will mich dann warnen. Hilft einem weinenden Säugling? Schon fast gruselig.
Ne, hier ist Holz, nimm ich mit. Das hätte ich gerne mitgenommen. Holt ein Säugling. Ihr Kultisten werdet hier sterben! Was war das, eine Falle? So, what? Warte, erstmal dich. Das brauchst du nicht. Dann machen wir das hier. Ich bin nur ausgewichen. Ausweichen. Der hat Angst, wa? Oh nein! Guck mal, wie gut die sind, ne? Haben vollen Schaden. Machen die so gut Schaden? Desynchronisiert, was? Kann ich so nicht hier auf mich lassen. Das habe ich gemacht. Gehen wir mal dahin. Hier tun wir mal so schnell speichern, ne? Genau. Warte. Wo ging das? So. Und so. Ja. Okay. Und mal gucken. Ihr Kultisten werdet hier sterben! So, mit dir war das erstmal so. Ah, die macht gut Schaden, habe ich gesagt. Warte, Feuer. Ich guck jetzt mal ein Feuer an. Oh, guck mal, wie gut die ausweicht. Alter, guck mal. Die ist gut, echt. Oh, ich bin wieder tot, was? So sind die denn so gut? Jetzt laufen die da einfach so rum. Ich kann schon mal die eine locken. Kann ich einfach so rumgehen. Ah. Ihr Kultisten werdet hier sterben! Muss anonym sein. Bin ich das nicht? Also, was heißt, ich muss die erstmal kalt machen? Oder die müssen sich erstmal beruhigen? So, ich muss, okay, genau, wir warten kurz, dann beruhigen die sich. 21, Alter, sind die, ne? Kein Wunder. Stufe 21, echt. Erst 19. Und? Irgendetwas? Nein. Haltet die Augen offen, das ist noch nicht vorbei. Komm raus, wenn du Mut hast. Aber beruhigen die sich jetzt wieder, wenn ich jetzt mich nicht mehr bewege? Oder muss ich die echt killen? Da habe ich echt keine Chance. 21. Ich werde noch gesucht.